Herzlich willkommen zum Input oder zur Predigt anlässlich des Feiertags, den wir heute haben, nämlich Christi Himmelfahrt. Die Predigt kommt zu euch aus hier den Räumlichkeiten der Evangelischen Freikirche Heimatsheim in Zwistern-Heimatsheim. Wir konzentrieren uns auf Christi Himmelfahrt und wollen heute so ein bisschen über die Bedeutung dieses Meilensteins in der Mission Jesu Christi, als er hier auf Erden war, nachdenken. Bevor wir da reingehen in diese Thematik, lasst uns kurz beten. Jesus bitten, dass er uns aus seinem Wort etwas zeigt. Herr Jesus, wir wollen nachdenken über dein Weggehen von dieser Erde, nachdem du hier dein Werk vollendet hattest. Und hilf uns nun, Einblick zu bekommen und auch etwas von der Bedeutung zu spüren, dieser Himmelfahrt, wie wir das bezeichnen. Lass uns unter deiner Leitung darüber nachdenken und zeige uns Dinge, die für uns wichtig sind. So segne uns beim Nachdenken. Amen. Dann habe ich ja gesagt, wir feiern Christi Himmelfahrt, aber gleichzeitig wissen wir ja alles, auch Vatertag heute. Und so kurz davor ein Wort an die Väter. Liebe Papas zu Hause, wo auch immer ihr dieses Video anschaut, vielen Dank euch für eure Rolle, die ihr spielt in euren Familien und für eure Kinder, was ihr seid für eure Kinder. Wir haben neulich Muttertag gehabt, jetzt ist es schon Vatertag. So, wir denken auch an euch. Kinder brauchen Väter und Mütter, beide Elternteile, damit sie ganz werden, wenn sie aufwachsen. Und in dieser Weise danke euch. Ich erinnere euch oder gebe euch ein kurzes Zitat mit von Friedrich Schiller, der gesagt hat, nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern. Ja? So egal, wie wir uns vielleicht manchmal fehlerhaft vorkommen und doch sind, unser Herz ist da für die Kinder. So danke. Und jetzt zu zur Himmelfahrt. Dieses Fest im Kirchenkalender wurde uns nicht von Jesus als ein aufgetragener, festgeschriebener Feiertag auferlegt. Vielmehr haben so ungefähr Ende des späten vierten Jahrhunderts Menschen begonnen, dieses Fest zu einem eigenen Gottesdienst zu machen. Da gibt es Beweise für eine ganz frühe, zum Ende des vierten Jahrhunderts irgendwie sich entwickelte Kirchenliturgie, die wohl einen eigenen Gottesdienst dann auch vorsah, für Christi Himmelfahrt. Ja. Und dann feiern wir Himmelfahrt schon seit vielen, vielen Jahren in der Christenheit. Und Himmelfahrt, wie wir das Deutsch bezeichnen, ist ein bisschen irreführend eigentlich, weil Himmelfahrt, Fahrt setzt ein Gefährt voraus. Und hier gibt es kein Gefährt, hier ist Jesus emporgehoben und dann verschwindet er, wird auf einmal unsichtbar. Die lateinische Bezeichnung trifft es eigentlich eher. Da heißt es in Latein für dieses Fest Ascensio Domini, das Aufheben oder Aufsteigen des Herrn. So ähnlich auch im Englischen, the Ascension of the Lord. Ne? Hier nun also die Beschreibung dessen, was wir da feiern an Christi Himmelfahrt aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Wenn ihr aufschlagen möcht, wir lesen gleich ab Vers 9. Im Vers davor hat Jesus gerade die Ankunft des Heiligen Geistes bekannt gegeben. Er hat davon gesprochen, dass der Heilige Geist kommen wird, sie mit Kraft ausstatten wird, seine Jünger, und dann werden sie Zeugen sein, überall und von ihm reden. Und dann heißt es, und jetzt kommt der Text aus Apostelgeschichte 1, ab 9. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Und während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wohin er verschwunden war, standen auf einmal bei ihnen zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern und sagten zu ihnen Folgendes. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, der wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie ihr ihn habt jetzt gehen sehen. Danach nun folgt dann die Beschreibung, dass sie zurückkehren nach Jerusalem und das geht für sie irgendwie weiter. Sie versammeln sich und sind zusammen. Das heißt, bei diesem Geschehen geht es darum, dass Jesus von dieser Erde weggegangen ist. Und ich will bei dieser am Reden und Nachdenken über die Himmelfahrt nicht allein bei diesem Text bleiben, sondern ein bisschen weitläufiger hoffentlich die Bedeutung dieses Festes mit euch zusammen bedenken. Himmelfahrt ist ein Meilenstein, ist ein Wendepunkt in der ganzen Mission und auch im christlichen
Kalender und auch in der Heilsgeschichte, wenn man dieses theologische Wort benutzen möchte. Und ich würde drei Dinge gerne beleuchten. Zum einen, dieses Weggehen von Jesus war nicht einfach eine Abreise. So klingt ja Himmelfahrt, ne? Fährt weg. Es war mehr. Es war nicht einfach nur ein Verlust für die Jünger, obwohl es sich nach Verlust anfühlte. Und es war, dritte Sache, es war kein Ende der Jesusgeschichte, sondern erst der Anfang dessen, was in dieser Welt durch sein Tun, das er davor geleistet hat, passieren würde. So die erste Sache. Es ist keine Abreise, einfach nur Abreise, sondern ein Abschluss. Sieh, es macht einen Riesenunterschied, ob wir zur Schule gehen, dann von der Schule gehen oder ob wir zur Schule gehen und die Schule abschließen. So auch mit einem Studium oder was immer. Ne? Wir haben das Studium aufgegeben, wir haben studiert, haben aufgehört oder wir haben es abgeschlossen. Wir haben ein Projekt angefangen, wir haben es aufgehört oder wir haben ein Projekt angefangen und wir haben ein Projekt abgeschlossen. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn Jesus hier geht, hat er nicht einfach aufgehört. Nach 33 Lebensjahren und insbesondere nach den intensiven 3 Jahren am Schluss seines Lebens, wo er so viel geleistet hat und im öffentlichen Licht war und verkündigt hat und Menschen gesammelt hat um sich. Er hört nicht einfach auf, weil es ist 17 Uhr, er hat Feierabend, geht nach Hause. Sondern er hört auf und er geht, weil seine Arbeit abgeschlossen ist. Woran sehen wir das? Wenn ihr mögt, Markus 16. Markus schließt sein Evangelium und Markus 16, Vers 19 ist der vorletzte Vers im Markus-Evangelium. Da heißt es, nachdem, wichtiges Wort, nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen. Dann, wenn wir bei Lukas nachlesen, wie das Ende seiner Mission war, da lesen wir in Lukas Kapitel 24, dass Jesus am Ende seines Lebens sie sammelte, und dann die Hände emporhob, sie segnete und während, Vers 51 aus Lukas 24, und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen. Sie, zum einen, nachdem jetzt hier, er hat vieles gesagt, er sammelt sie nun zum Schluss, er segnet sie und dann wird er weggenommen. Wie hört sich das an? Was ist der Fluss hier? Und ich glaube, der Fluss ist, es ist erledigt, es ist rund, es ist zu Ende. Auch wichtig in 1. Timotheus Kapitel 3. Paulus schreibt an diesen Timotheus, an diesen Protégé von ihm. Und da zitiert er im 3. Kapitel einen uralten christlichen Hymnus. Ein, wie wir das manchmal auch in unseren Liedern heute finden, eine verdichtete Vision der Kernwahrheiten dessen, was da um Jesus und mit Jesus und durch Jesus geschehen ist. Und dieser uralte Hymnus, wie gesagt, im 16. Vers von 1. Timotheus 3 zitiert, ist ein wunderbar poetisch organisierte Zusammenfassung dessen, was Jesus getan hat. Da gehen wir mal kurz drauf ein. Er ist offenbar geworden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und dann aufgenommen in Herrlichkeit. Sieh, in dieser uralter Hymnus, der quasi alles zusammenfasst, verdichtet. Da wird alles davor gesagt. Jesus ist gekommen, wurde Mensch, hat für uns die Vergebung möglich gemacht durch seinen stellvertretenden Tod. An ihn wurde geglaubt, er wurde verkündigt und dann zum Schluss hin wurde er aufgenommen. Wie klingt das? Wo ist da der Fluss? Es ist erledigt gewesen. Das Projekt war abgeschlossen. Und dann wird er erhöht und geht in den Himmel. An anderer Stelle, 1. Petrus 3, Vers 22, heißt es, Petrus schreibt das, Petrus, einer der Jünger Jesu, nachdem er in den Himmel gegangen ist, nahm er auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes Platz. Das heißt, als Jesus ging, Christi Himmelfahrt, ging er zurück zum Vater und nahm Platz am Ehrenplatz, an der rechten seines Vaters. Ja? Das heißt, das ist so die Beschreibung dessen, was da geschehen ist. Er ging zurück zum Vater. In Hebräer 1 lesen wir, Jesus Christus hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Was ist hier der Fluss? Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, sein Projekt abgeschlossen hat, setzt er sich zur Rechten Gottes.
Und wie setzt er sich da? Himmelfahrt. Da ging er hin und nahm da Platz. Das heißt, erste Sache, Jesus ist nicht einfach gegangen. Jesus hat abgeschlossen. Das ist die erste Bedeutung von Christi Himmelfahrt. Jetzt fragen wir uns, ja und? Was ist jetzt, was sollen wir damit machen? Was sollen wir damit machen? Was ist das für eine Bedeutung für uns? Drei Sachen würde ich sagen. Lob, Dank und Anbetung. Lob, wenn du zurückschaust und sagst, Jesus an Christi Himmelfahrt ist in den Himmel gegangen, weil er abgeschlossen hat, was er hier begonnen hat zu tun, dann heißt es, er hat nun einen Ehrenplatz eingenommen, den er auch verdient hat, weil er sein Projekt abgeschlossen hat. Er ist des Lobes wert, so wie, wo wir dann in der Offenbarung lesen, würdig ist das Lamm, ihm gebührt die Ehre und so weiter. Dann zweite Sache, was machst du damit? Du dankst ihm. Danke Jesus Christus, dass dein Projekt nicht aufgehört hat, einfach mittendrin, sondern du hast abgeschlossen, was ich brauchte, um zum Vater zu kommen, um neu zu werden, in einer Beziehung zu Gott zu treten, hast du abgeschlossen, vollendet. Dieses Projekt ist erledigt, es ist fertig. Danke. Danke dir dafür. Und dann Lob und Dank und Anbetung. Er wurde weggenommen und dann lesen wir zum Beispiel im Ende vom Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Jünger warfen sich nieder und beteten an. So, die erste Sache, wenn wir darüber nachdenken, Jesus geht zurück zum Vater, Christi Himmelfahrt, weil er sein Projekt abgeschlossen hat. Schauen wir zurück und sagen, danke Jesus für das, was du bewirkt hast für mich. Zweite Sache, die Bedeutung von Christi Himmelfahrt, es ist nicht nur eine Abreise, sondern ein Abschluss, es ist aber auch kein Verlust einfach nur, obwohl es sich wie ein Verlust für die Jünger anfühlt, sondern eigentlich ein Gewinn. Die Männer in diesen hellen Gewändern, übrigens wie auch bei der Auferstehung, da gab es auch Männer in hellen Gewändern, die sprechen zu diesen Jüngern, die noch immer hochschauen, da wo Jesus irgendwie hochgehoben worden ist und dann verschwunden ist. Und dann haben diese Männer eine Aussage für die Zuschauer, die Jünger, die da stehen und hochschauen. Es ist Verluststimmung. Und die sanfte Ermahnung dieser übernatürlichen Botschafter, die wir da haben, er wird wiederkommen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, er ist nun weg. Und dann höre ich aber, er wird wiederkommen. Das heißt, er ist weg, aber er ist nicht für immer weg. Er wird kommen, es gibt ihn noch. Er ist nur nicht sichtbar. Ja? Das heißt, irgendwie müssen sie gespürt haben, er ist weg, aber er ist doch nicht weg. Und dann lesen wir bei Lukas, wenn er von dem Ende von Jesus Leben und Mission spricht, dass er weggenommen worden ist zum Vater empor. Und dann heißt es, die Jünger warfen sich nieder, beteten an, kehrten zurück und waren mit großer Freude erfüllt. Und da stolpe ich und sage, Moment, war das nicht ein Verlust? Wieso freuen sie sich? Müssten sie nicht traurig sein eigentlich? Ja? Möglicherweise stellen die Jünger da eine Verbindung her zu der Aussage von Jesus, die er mal vorher gemacht hat, schon als auferstandener Herr. Er hat ihnen ja irgendwann gesagt, das war oben in Galiläa noch, wo sie zusammen waren, hat ihnen gesagt, ihr sollt alle Menschen, alle Nationen mit der Botschaft von mir erreichen. Ihr werdet meine Zeugen sein und so weiter. Und ihr sollt hingehen, die Jünger machen. Und die Kernaussage war, und ich bin bei euch, alle Tage. Jetzt ist Jesus weg, er ist verschwunden. Aber ich erinnere mich noch, er hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch. Vielleicht ist da die Erklärung, warum sie nicht nur in Traurigkeit versinken, sondern dass sie mehr darin sehen. Er ist zwar nicht mehr sichtbar, aber er hat gesagt, er ist immer bei uns. Und obwohl wir zu verschiedenen Nationen gehen sollen und in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt gehen sollen, er ist überall mit uns. Ah, er ist immer bei uns, er ist nur nicht sichtbar. Es fühlt sich wie ein Verlust an, ist es aber nicht. Warum? Weil Jesus Raum und Zeit verlässt. Wäre Jesus so geblieben, wie er vorher war, könnte er nur an einem Ort zur selben Zeit sein.
könnte nicht hier sein und gleichzeitig in Galiläa und gleichzeitig in Deutschland oder wo auch immer. Er hätte nur immer an einem Ort sein können. Jesus verlässt Raum und Zeit, kann nun überall sein. Das heißt, wenn wir fragen uns, was hat das mit uns zu tun, was sagt uns das, was da wie ein Verlust aussieht, ist von der Bedeutung her bei Christi Himmelfahrt ein Gewinn für uns. Jesus nun ist nicht immer nur an einem Ort. Er ist immer und überall bei uns. Wir haben Jesus nicht an Christi Himmelfahrt verloren, sondern die Jünger damals und auch wir haben unendlich mehr von ihm. Die Präsenz ist Allgegenwärtigkeit. Er ist überall und immer bei uns. Die Jünger sind da allein geblieben, er war auf einmal weg. Wir sind nicht allein geblieben, so wie die Jünger da allein geblieben sind. Nein, wir sind nicht allein geblieben. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Er hat ja gesagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe. Wenn ich gehe nämlich, dann werde ich meinen Geist senden. Ja, und deswegen, es fühlt sich zunächst wie ein Verlust an. Er ist weg. Aber es ist ein Gewinn. Er ist nun überall, immer, an allen Orten gleichzeitig. Und der Gewinn ist auch, weil er gegangen ist, hat er nun seinen Heiligen Geist gesandt, der in unserem Leben da ist und uns befähigt. Ja? Das heißt, wenn du über Christi Himmelfahrt nachdenkst, ist es ein Gewinn für dich, wenn du mit Jesus lebst. Dritte Sache zur Bedeutung von Christi Himmelfahrt. Es fühlt sich an wie das Ende. Ja? Vorhin habe ich gesagt, Jesus hat sein Projekt zu Ende gebracht. Aber es ist nicht einfach nur ein Ende, sondern eigentlich, wenn man die Bibel weiterliest, ist es erst der Anfang. Sieh, Jesus wurde emporgehoben, er verschwand oder vielleicht dematerialisierte er oder wie auch immer, auf jeden Fall war er nicht mehr sichtbar. Diese Botschafter sagen, er wird wiederkommen. Und zwar so, wie er auch gegangen ist. Man wird ihn wieder haben irgendwann. Und dann gehen sie nach Jerusalem zurück und sehr bald danach geht es irgendwie für sie weiter. Allein die Aufforderung dieser beiden Männer, die ja irgendwie Abgesandte aus übernatürlicher Herkunft sind, allein ihre Frage, warum starrt ihr in den Himmel? Das ist so eine leichte Ermahnung, haltet nicht fest an dem, was ihr hattet, so wie ihr ihn hattet, haltet daran nicht fest, jetzt bricht was Neues an. Ja? Haltet nicht an ihm fest, wie ihr ihn vorher kanntet. Und dann gehen sie und es wird was Neues. Haltet nicht an dieser Abschiedsstimmung, ihr steht da und guckt hoch, haltet nicht an dieser Abschiedsstimmung fest. Bleibt nicht in der Abschiedsstellung. Schaut zu ihm. Empor, da wo er war, ist nicht mehr da. Haltet nicht an diesem sichtbaren Jesus fest, da ist viel mehr. Es ist so ähnlich wie die Aussage, die Jesus nach seiner Auferstehung Maria gesagt hat. Er hat gesagt, halte mich nicht fest, ja, oder klammere dich nicht an mich. Halt mich nicht fest, so wie früher. Ich gehe zum Vater, dann etwas Neues bricht an. Ja. Zweiter Beleg, zweiter Hinweis darauf, dass es hier nicht ein Ende ist, sondern ein Anfang, ist die Tatsache insgesamt, wie wir das hier lesen im Neuen Testament. Wir wissen ja, Lukas, dieser Arzt, hat sowohl das Lukas-Evangelium geschrieben, als auch die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist das Geschichtsbuch im Neuen Testament. Das erzählt, wie das denn weiterging nach Jesus. Und interessanterweise, wenn wir uns anschauen, wie Lukas die Apostelgeschichte beginnt zu schreiben, übrigens an denselben Mann adressiert, diesen sogenannten Theophilus, an den er schreibt, dem er berichtet, was Jesus getan hat, dann schreibt er in Apostelgeschichte, an seinem zweiten Werk, er sagt im ersten Vers, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, als er in den Himmel aufgenommen worden ist. So, lieber Theophilus, was ich da geschrieben habe in meinem ersten Buch, war der erste Teil meines Berichts. Was hören wir da? Es gibt einen zweiten Teil. Jetzt beginnt nämlich mein zweiter Teil mit der Apostelgeschichte. Ja? Das war der erste Teil, jetzt ist der zweite Teil. Das heißt, das war nicht Ende.
Als Jesus da aufgenommen worden ist, bis zu dem Zeitpunkt habe ich mein erstes Buch geschrieben, aber jetzt schreibe ich weiter. Es gibt ein nächstes Buch. Das Evangelium war der Anfang. Jesus getan hat, seine Mission, sein Projekt, das war der Anfang. Was danach kommt, die Apostelgeschichte, ist die Fortführung. Ja, es geht weiter. Es ist nicht da geblieben, wo Jesus in den Himmel gegangen ist, sondern es ging weiter. Jetzt machen wir eine Brücke zu uns. Was heißt das für mich? Das heißt, wir sind ja auf dieser zweiten Seite. Wir sind sogar nach Apostelgeschichte nun unterwegs. Ja, also diese ganz ersten Anfänge der Christenheit sind, liegen längst hinter uns. Aber wenn wir an unser Leben nachdenken, sollten wir nicht nur daran denken und zurückschauen, was Jesus für uns getan hat bei seinem Projekt, seine Sündenvergebung, alles wertvolle Dinge. Aber das ist erst die Vorbereitung für das, was weitergehen sollte. Ich glaube, wir verstehen das Christentum falsch, den christlichen Glauben falsch, wenn wir glauben, es geht nur um die Errettung. Dann wäre es so, als würden wir sagen, Jesus, wir schauen nur auf das, was du getan hast, bis zu deiner Himmelfahrt. Und ignorieren, was danach kommt oder kommen sollte oder ja, wir tun sollten nach diesen ersten Schritten, die du getan hast. Das heißt, wenn wir an unser Leben denken, glaube ich, sind wir herausgefordert, nicht im ersten Kapitel zu bleiben, sondern uns bewusst zu machen, Christsein ist nicht nur Errettung. Christsein ist das nächste Kapitel schreiben. Schreibst du mit deinem Leben das nächste Kapitel? Jesus ist gegangen, sein Projekt ist zu Ende und er möchte nun, dass wir sein Projekt fortführen. Seins ist erledigt, unseres noch nicht. Deswegen leben wir noch. Das heißt, wir sind aufgefordert, zu leben, im neuen Leben. Nicht im Gestern zu verharren und zu fragen, was ist meine Rolle in dieser Welt? Wir sollen weiter leben. Und er ist nun derjenige, der durch uns in diese Welt hineinwirken möchte. Was für die Jünger wie ein Ende aussah, zunächst, Jesus ist weg, war eigentlich der Startpunkt, deswegen Meilenstein, der Beginn einer neuen Ära. Deine Errettung ist nicht alles. Deine Errettung und das danach folgende Leben, das ist die Absicht Gottes für uns, glaube ich. Also fasse ich zusammen. Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt, hat von der Bedeutung das Gefühl von Weggehen, Abreisen, aber wir haben uns daran erinnert, es ist nicht nur ein Aufhören der Arbeit von Jesus, sondern er hat es abgeschlossen. Als er in den Himmel ging, war der Sieg sicher. Zweite Sache, es fühlt sich fast wie ein Verlust an, Jesus ist weg, aber es ist ein Gewinn. Er ist nun allgegenwärtig, präsent, immer bei uns. Und er hat den Heiligen Geist in unser Leben gegeben. Dritte Sache. Christi Himmelfahrt deutet darauf hin, dass wir nicht am Ende sind bei unserer Bekehrung, sondern erst am Anfang des Lebens mit ihm. Jesus hat etwas abgeschlossen und die Jünger haben es mit ihm erlebt, dass quasi etwas abgeschlossen wurde, seine Mission. Aber ihre Mission in richtiger Weise begann erst. Wir lesen dann weiter in der Apostelgeschichte, wie alles explodiert. Ja, Petrus predigt und Menschen verstehen das und kommen zum Glauben, kommen zu Gott und werden neu in ihrem Herzen. All das passiert nachher. Das ist das zweite Kapitel, das wir nun weiterzuschreiben haben. Jesus hat seine Arbeit getan. Er hat seinen Meilenstein gesetzt. Mein Projekt ist zu Ende. Ich gehe zum Vater. Jetzt seid ihr meine Arme, meine Hände. Ich möchte durch euch jetzt arbeiten. Ihr schreibt das zweite Kapitel. Es ist nicht Ende. Es ist Anfang. Möge Gott uns helfen. Das sollte uns eigentlich zutiefst demütig machen. Wenn wir nun seine Hände sein sollen in dieser Welt, überlegen wir mal. Er voller Liebe und mit seiner Art, Menschen zu begegnen, all diese Sachen, die ihn ausgemacht haben, das sollen wir nun tun? Können wir gar nicht. Wir brauchen seine Hilfe. Möge er uns helfen. Würde gerne mit uns beten. Genau darüber, dass Gott uns hilft, das zu tun und zu leben. So schließen wir mit einem Gebet, würde da gerne uns alle Gott anbefehlen.
Herr Jesus Christus, wir denken heute an deine Himmelfahrt, dein Weggehen von dieser Erde. Und wir wissen und wir sehen aus deinem Wort, dass es kein einfach Aufhören der Arbeit war, sondern eine Vollendung deines Auftrags. Wir sehen, dass es kein Verlust ist, sondern ein Gewinn für uns, weil eben dein Projekt abgeschlossen ist und du bei uns nun bist, überall. Und wir halten uns diese Herausforderung vor Augen, Herr Jesus, und dabei brauchen wir deine Hilfe, dass wir nun das zweite Kapitel schreiben, von dem du das erste warst. Hilf uns, Herr Jesus. Was du da getan hast, können wir nicht machen. Du hast die Erlösung bewirkt. Wir danken und loben dich dafür. Aber nun hilf uns, jetzt in dieser Welt deine Geschichte weiterzuschreiben. Dass wir nicht glauben, Erlösung ist alles, sondern hilf uns, immer wieder neu daran zu denken. Jetzt müssen wir darin leben. Und du möchtest durch uns in diese Welt hineinleben. An vielen, vielen verschiedenen Stellen. So, Jesus Christus, leite uns, befähige uns und hilf uns, deine Hände und deine Füße hier zu sein in dieser Welt. Amen. Gottes Segen euch. Feiert den Tag gut.